Ja, warte mal, jetzt reden wir schon mit ihm. Aha! Du kommst gerade rechtzeitig zurück. Deine Überlebende hast du auch gerettet. Du wirst von Stunde zu Stunde legendärer. Diese Grace O'Malley hat Temperament. Aber ihr gefällt unsere Zuflucht hier nicht. Sie hat mich primitiv genannt. Mich. Einen ehemaligen König. Trotz ihrer Persönlichkeit könnten wir ihre Hilfe im Kampf gegen den Feind gebrauchen. Ich glaube, ich habe die Ursache für all die Verderbnis gefunden. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Meereshöhlen entlang der Küste erkundet und dort viele Verderbte gesehen. Da drin rührt sich etwas Böses. Ich spüre es. Als ob die blutroten Wolken über der Gegend nicht schon offensichtlich genug wären. Seit Tagen sage ich ihm schon, dass es von dort kommt. Ja, ich weiß. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nachsehen werde. Das habe ich jetzt getan. Von diesem Ort geht definitiv dunkle Energie aus. Wir sollten reingehen und das heraus... Ah, na bitte. Das ist wahrer Kriegergeist. Wir werden uns gemeinsam in den Kampf stürzen, du und ich. Schade nur, dass deine Piratenkameradin sich uns nicht anschließen will. Das arme Mädchen hat gerade einen Schiffbruch überlebt. Und jetzt soll sie dem Tod für eine Sache, die sie nicht einmal versteht, ins Auge blicken? Ich kann es ihr nicht verdenken. Lass mich mit Grace reden. Das ist wohl reine Zeitverschwendung. Aber tu dir keinen Zwang an. Ei, lass dir nicht zu viel Zeit. Ich werde am Eingang zu den Meereshöhlen auf dich warten. Aber ich kann nicht den ganzen Tag warten. Nicht, wenn eine Schlacht bevorsteht. So, warte mal. Dann haben wir hier nochmal so einen schönen Helm. So einen schönen schmiedigen Helm. So, aber jetzt will ich mir... Kann ich nicht mit anfangen. So, aber kleinere Beziehung kann ich mir mal herstellen. Und dann kann ich einfach noch mal. Warte mal, kann ich eigentlich auch einen Bogen jetzt herstellen? Fasern habe ich nicht, Langschwert will ich nicht. Wieso kann ich jetzt keinen Bogen herstellen? Wo haben die anderen denn den Bogen her? Es sei natürlich, sie haben gleich die Klasse genommen, dass sie Bogen schießen können, aber... Ja gut. Kann ich hier wohl nicht herstellen. Oder eben nicht. Bricht mit Grey 8 ist natürlich. Ich bin echt dankbar, dass du mir meine Flagge und all das zurückgeholt hast. Aber erwarte bitte nicht, dass ich gegen diese rotäugigen Dämonen zu Feld ziehe. Tapferkeitsmedaillen sind mir egal. Ich nehme lieber bare Münze. Kluge Frau. Wohin wirst du gehen? Deine einheimischen Freunde sagten, dass es ein Stück die Straße hinauf eine Stadt gibt. Ich werde dort die Beute verkaufen. Ich verwahre deinen Anteil bis zu deiner Ankunft. Ich selbst werde auf ein Schiff sparen, mit dem ich dieser Hölleninsel entkommen kann. Bist du sicher, dass das möglich ist? Pah, die beiden behaupten, dass es da draußen eine Art Sturmwall gäbe. Aber sie behaupten viel und ich glaube kein Wort davon. Abgesehen davon gibt es keinen Sturm, den Kapitänin Grace O'Malley nicht durchqueren kann. Ich komme schon klar. Komm doch mit, wenn du willst. Treffen wir uns erstmal in der Stadt. Wie du willst. Ich hoffe nur, dass du nicht endest wie diese Monster. Keine Sorge, ich haue dich nicht übers Ohr. Du hast mir einen Gefallen getan. Ich bin dir was schuldig. Ich bin für dich da. Solange du am Leben bist. Ich
So, jetzt geht's das nun von alleine weiter? Offensichtlich nicht. Okay, triff dich mit Elström, ja, gut. Du hast es immerhin versucht. Deine Freundin hat überhaupt kein Ehrgefühl. Ich verurteile sie aber nicht. Oda ist genauso. Dann bleibt eben mehr Ruhm für dich und mich. Aber heute ist nicht der Tag, an dem wir uns in die Meereshüllen stürzen. Wir müssen auch schlau sein. Jetzt, wo ich die Vitaminhülle sehe, wird mir klar, dass Oda recht hatte. Das ist etwas ganz Neues. Sind ja viel mehr Verderbte, als ich gedacht hätte. Ich habe noch nie so viele an einem Ort gesehen. Und so nah an unserem Zeltlager. Nah an Oda. Ja, machst du dir keine Sorgen um sie? Doch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr etwas zustoßen würde. Manchmal macht sie sich über mich lustig. Aber das habe ich wohl verdient. Ich hatte mich darauf gefreut, mit dir verderbtes Blut zu vergießen. Aber ich glaube, ich muss jetzt zurück ins Zeltlager. Geh, ich sehe mir die Hülle an. Verdammt, ich kann dir doch nicht den ganzen Spaß allein überlassen. Aber ich kann auch nicht gehen, solange Oda in Gefahr schwebt. Schon gut. Heute bekommst du den Ruhm. Wenn du die Quelle des Bösen findest, zerstöre sie. Und mach dich schnell aus dem Staub. Oda und ich werden im Zeltlager auf dich warten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, das sagt er doch nur, weil er Schiss hat, der Kleine. So, warte mal. Nehmen wir an, hier muss ich rein, ne? Jo, ne? Jo. Sie werden erleben, was wahre Macht bedeutet. Die wahre Zukunft der menschlichen Rasse. Okay. Ja, wo gehen wir jetzt vorhin lang? Latschen wir einfach hier entlang. Jetzt erstmal über das Zeltlager zurück. Gibt's ja irgendetwas zum Kiste zum Enden oder so? Nö. Oder ist hier irgendwo die Kiste vielleicht? Gut. Ah ja, hier ist eine. Du stiehlst, was mir gehört. Greifst meine Anhänger an und durchkreuzt meine Pläne. Jetzt ist es persönlich.
Und du lebst immer noch. Als sich die Gewitterwolken verzogen, wusste ich, dass du triumphiert hattest. Und ich hatte mal wieder recht. Schau, die Verdammnis hat sich sogar aus unserem Zeltlager zurückgezogen. Was hast du in den Meereshöhlen gefunden? Irgendeine Abscheulichkeit? Einen Riss? Ich habe Geschichten darüber gehört. Es war irgendein Ritual. Und du hast die Mistkeller niedergestreckt, ne? Ha! Du bist erst seit kurzer Zeit hier und löscht bereits die Verderbten aus. Eine Heldentat, die einer Legende würdig ist. Wir wollen nichts überstürzen. Ein Sieg ist ein Sieg. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass dies kein Einzelfall bleiben wird. Glaubst du, es gibt noch mehr? Ja, ich habe das schon zuvor erlebt. Mehr als nur einmal. Wenn die Verderbten in solcher Zahl auftauchen, ist das ein Vorzeichen für dunkle Zeiten. Bereits in der Vergangenheit hat jemand die Verderbten in die Schlacht geführt, um ganz Eternum zu vernichten. Vor ihnen ist keine Seele sicher. Ich bin ihr womöglich begegnet. In dem Fall wärst du wahrscheinlich nicht hier. Aber sei dir versichert, ein Recke ist auf dem Weg und wir müssen die umliegenden Städte warnen. Ich kann die Botschaft überbringen. Das wäre wohl das Beste. Es gab früher einige Missverständnisse zwischen Elstrom und der Stadtwache. Außerdem gefällt es ihm hier. Deine Tapferkeit verdient eine Belohnung. Folge der Straße in die Stadt, warne sie und gönne dir dann einen Becher Met in der Taverne. Du hast ihn dir verdient. Alles klar, dann wollen wir mal loslatschen. So, warte mal. Okay, warum hauen Leute... Na, nicht Busch. Ich will das Wildschwein. Warum töten Leute Wildschweine und looten sie dann nicht ab? Werde ich nie verstehen. Das werde ich nie begreifen. Am Meer, du sollst die ganze Wahrheit erfahren. Insel hielt seit jeher das Versprechen des Paradieses. Fernab aller Menschen, die als unwürdig für diesen Segen betrachtet wurden. Doch ich suchte nicht nach dem Paradies. Ich suchte nach Antworten, nach Erlösung von einem Leben voller Leiden. Und ich fand eine Wahrheit, die alles auf den Kopf stellte. Ich erhielt eine Kostprobe der verbotenen Frucht. Ich sah die Vision des wahren Potenzials der Menschheit. Ich musste diese uralte Ungerechtigkeit korrigieren und die Macht wiedererlangen, die uns gehörte. Dieses Ansinnen lässt das Herz der Berge unnachgiebig schlagen. Jahrhundert der Vorbereitung beginnt endlich unsere Kampagne. Die Insel ist der Macht unserer Armee bereits zum Opfer gefallen. Das Einzige, was ich nicht vorhersah, bist du. Du hast es gewagt, mein Geschenk zu stehlen. Dafür wird deine Seele den Preis bezahlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich unser Schicksal zurückerlangt habe und bis ich der alten und neuen Welt wahre Freiheit bringe.
Na, wenn sie meint. Wenn das, was sie anzubieten hat, für sie wahre Freiheit ist. Wie gesagt, da legt hier einer die Schweine um und dann wird nicht gelootet. Warum? Warum macht man das? Naja, egal. Egal, warum Leute das machen. Bist du? Hast du meinen Wagen gesehen? Die Wildnis von Eternum war nie sicher, aber die Straßen? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wildschweine sind aufgetaucht und haben meine Trüffel gefressen. Das ist ärgerlich. Warum, weshalb sollten sie das tun? Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Wildschwein-Gedankenleser? Bin ich nicht. Ich verkaufe doch nur Pilze und Kräuter. Aber eines sag ich dir. Die Biester haben mich für diese Saison ruiniert. Kann ich irgendwie helfen? Du meinst, du hilfst dem alten Hau? Na, da schau an. Du bist ein Engel. Nimm meine Sichel. Sammle ein paar Trüffel und bring sie zur Siedlung. Sammle ruhig auch Kräuter und Beeren für dich. Die bringen dir am Handelsposten ein paar Goldstücke ein. Alles klar, mach ich doch glatt. Hier ist einmal köstlicher Trüffel. Okay, Kräuter. Wo sind hier denn mal Kräuter oder Beeren? Das Optionale würde ich auch gerne machen, aber... Ja, da hinten im Startgebiet, da hatte ich Kräuter gesehen. Okay. Ach, da suchen wir hier nochmal die Kiste. Ach, verdammt nochmal, jetzt, wenn man das sucht, findet man es nicht. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ah, da sind ja ein paar. Alles klar. Thank you.
Gut, dann wollen wir uns gleich nochmal den letzten Trüffel da holen. Na, selbst schuld. Du da. Du bist neu in Korinth, oder? Das Letzte, was wir brauchen, ist noch ein weiteres Maul zu stopfen. Kein Brot übrig für reisende Landstreicher. Geh dahin zurück, wo du herkommst. Ich komme vom Strand. Hast du das getan? Hast du also Neuigkeiten über den Sturm? Ich habe Gerüchte gehört, dass es da unten von Verderbten nur so wimmelt. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Alle sprechen von einem alten Fluch, der auf dem Land liegt. Wir können uns nicht auch noch Sorgen über die Verderbten machen. Aber die Verderbten sind eine Gefahr. Na, ist das nicht großartig? Die Menschen verhungern auf den Straßen, alle tuscheln, dass Hexerin Medea uns verflucht hat, und nun hört man auch noch Böses. Was kommt als Nächstes? Hör zu. Der Sprecher der Winde hat das Sagen. Sprich mit ihm, wenn du willst, aber erwarte kein Begrüßungsbankett. Korinth hat mit einer Hungersnot zu kämpfen. Was hat die Hungersnot verursacht? Frag 5 Leute und du bekommst 5 Theorien. Manche sagen, es sei ein Fluch, andere beschuldigen die Druiden. Kaum ein Unterschied zu vorher, wenn du mich fragst. Geh zum Sprecher ins Rathaus, wenn du noch mehr plaudern willst. Dieser Bastard liebt es, zu reden. Danach solltest du weiterziehen. Nett. Freundliches. Warte mal. Ja. Ich will gut gewinnen, die P gewinnen. Auch hier nochmal die P gewinnen. Da ich ja jetzt letztendlich dann ja sowieso meine. Also wie beim Hauptcharakter meine Heimatstadt hier in Immerfall mich niederlassen werde und auch ein Haus kaufen werde, früher oder später. So, was machen wir denn jetzt mal? Ach, wir schicken es, ne? Ah, da kommt ja meine Rettung in der Not. Oh, das sind ja mehr Trüffel, als ich verloren habe. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer. Behalte die Sichel für die Umstände. Und falls du jetzt öfter Kräuter sammeln gehst, werden wir uns zweifellos wiedersehen. Okay. Gut, ich werde jetzt hier den Part erstmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.